Er geträumt hatte nämlich einen Aufstieg. Daran will Jürgen Luginger dann in der nächsten Saison arbeiten. Heute ist aber Pokal und die erste Möglichkeit hat der bald Oberligist. Und welch eine Chance bietet sich da dem Underdog. Da kann es schon nach 4 Minuten 1:0 stehen. Patrick Ackermann, einer der Köpfe bei Hertha Wiesbach. Dalkoll legt ab und Müller mit dem Fuß noch dran. So, schon ist der Adrenalinpegel auf Finallevel. Hertha verteidigt ordentlich gegen die sicher stärkeren Einzelspieler des FCS. Und wenn sie dann doch einmal nicht richtig aggressiver Mann sind, dann wird sofort gefährlich. Sökler, Achtung, 0:1, 34. Minute. Bis dahin tatsächlich alles offen, jetzt aber alles anders. Straith, Ziemer und dann Sökler. Und der Torschütze hat ja sein Vertragsangebot noch nicht unterzeichnet. Beim FCS Club und Spieler sind noch in den Verhandlungen. So, jetzt hat der FCS aber das Sportfahrwerk aktiviert. Jürgen Luginger sieht dann Tim Stegerer. Und dann Marcel Ziemer, 2:0. Die Kräfteverhältnisse sind klargestellt. Der Drittligist macht sich auf den Weg, den Pokal zu verteidigen und zum dritten Mal in Folge zu gewinnen. Haliti unterläuft die Flanke. Ziemer ist da, Paul fehlen ein paar Zentimeter. Da ist er dann eben doch manchmal zu erkennen, der Klassenunterschied. Und Helmut Berg versucht von draußen zu beruhigen, aber dann das Foul von Ackermann hier an Ziemer. Und Jürgen Luginger, der freut sich da schon auf das 3:0 Elfmeter. Und das soll dann der Kapitän besorgen. Tut er auch. Marc Lorandi macht schon vor der Pause alles klar. Der FC ist deutlich vorne und kann die zweite Halbzeit gelassen angehen. Spielstand nach 45 Minuten 0:3 aus Wiesbacher Sicht. Dann die Hertha. Erste Chance, zweiter Abschnitt. Miesemer und Müller. Wiesbach, auf jeden Fall einer der stärkeren Gegner für den FCS in dieser Pokalrunde. Der FCS antwortet. Sökler und Stegerer mit dem 4:0, der schönste Treffer bislang, Tim Stegerer. 65. Minute. Tut ihm sicher gut, dieses Tor. Und die 3200 Zuschauer wissen jetzt, wer auch 2013 Pokalsieger werden wird. Es ist der erste FC Saarbrücken. Der Sieg absolut verdient. Der erste Titel für Saarbrücken in dieser Saison, für den DFB-Pokal qualifiziert. Jetzt darf doch ruhig Bayern oder Dortmund kommen.